Howdy, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Und ich sehe gerade, ich habe hier ein Haar hängen. In der letzten Folge ist einiges passiert. Wir haben die Pferde aus der brennenden Scheune gerettet. Haben noch einen Banditen kassiert. Und jetzt müssen wir Miss McFarlane aus den Fängen der Banditen befreien. Und dafür bringen wir ihmchen hier. Ey! Hey! Los, Bursche, beweg dich. Beweg dich. Muss ich dich da jetzt hinschieben oder was? Läufst du auch? Kommst du mit? Ich schieb den doch jetzt nicht dahin. Soll ich den da hinschieben? Ich weiß es nicht. Ich geh mal hin. Mein Freund. Alter, ich knall die alle ab. Alles klar, hinterhältige Wichser. Von wo kommt's? Kämpfe dich zu Bonnie durch. Ja, wo? Ich. Da oben. Ach du Scheiße. Wo ist denn der? Ich kann gar nicht so hoch ziehen, wie es aussieht. Zack, Junge. So, ich plündere gleich mal die Leichen hier. Später können wir es wahrscheinlich wieder nicht tun. Zack. Okay, Freunde, irgendwie funktioniert gerade der Virtual Controller nicht so richtig. Ich komme auch nicht ins Waffenmenü. Muss ich dann nachher mal disconnecten, wenn die Mission vorbei ist. Da. So. Ich will unbedingt dieses Dead Eye mal ausprobieren. Ich habe auch mal geguckt, wie das geht, aber irgendwie... Ach, ist vielleicht das Rote meine Dead-Eye-Anzeige? Ist es das? Kann es sein? Geh mal weg! Lazy Eye, Crazy Eye. Oh, tut mir leid. Nee. Warte mal, wie war denn das? Dead-Eye? Nee. Das funktioniert nicht. Versucht das gerade mal. Es geht irgendwie nicht, Freunde. Es tut mir leid. Ich muss nochmal das ganz genau abchecken. Vielleicht liegt das jetzt auch an dem Virtual Controller, der nicht richtig funktioniert. Alter, Maus! Das verzieht die immer so. Zack. Komm her, Junge. Ich kann leider nicht die Waffe wechseln. Ich würde es gern, Freunde. Oh mein Gott, ich muss das Seil durchschießen. Holy shit. Okay, näher ran. Ich hoffe, die hat gut Luft, die Miss McFarlane. Och Mensch! Scheiße. Andere Deckung. Probieren wir es von hier. Alter, die Maus verzieht so hart, ne? Ist natürlich wirklich nicht
ganz optimal. Die Steuerung. Kann ich die nicht... Warte mal. Scheiße. Das war, glaube ich, nicht clever. Aber ich will da unbedingt dran. Okay. Oh. Super. Geil. Okay, jetzt muss ich unbedingt mal... Einen Moment. Hört das? Hat sich gleich verabschiedet. Es geht gleich weiter, Freunde. Da ist er wieder. Mal gucken. Es dauert nämlich manchmal auch ein bisschen, den zu starten. So. Jetzt geht es wieder, Freunde. So. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Oh, prima, prima. So, jetzt komme ich ins Waffenrad. Verdammt. Okay, näher ran. Okay, näher ran. Okay. Deckung, Junge. Zack. Zack. Andere Seite. Näher. Oh Gott, die Maus. Das ist doch nicht wahr. Die scheiß Maus. Oh mein Gott. Verarsch mich gerade, oder? Alter, die Bonnie übel. Freunde, es tut mir leid. Alter, habt ihr das gesehen? Ich hab die Maus, ohne Scheiß. Ich hab die so ein Stück bewegt. Junge! Na? What the hell took you so long, stupid man? Well, you weren't exactly helping me. If you think I'm gonna lower myself by making a joke about being all tied up, you got another thing coming. Come on. Guck mich nicht so an. Das war nicht sehr ruhmreich. So, ich plünder hier jetzt alles. Ich glaube, vielleicht ist wirklich die Sensibilität jetzt zu hoch eingestellt. Aber das Dumme ist halt, ne, manchmal, also hier ist sie genau richtig. Aber in solchen Situationen, wenn du zielen musst, teilweise sehr, sehr schwierig. Aber wir haben es ja geschafft. Wo ist denn jetzt die Leiche? Ist sie auf dem Dach oder was? Komme ich hier hoch? Nee. Aber hier komme ich hoch. Nein, Junge! Zack. Zack. Den Scharfschützen holen wir uns, Freunde. Ein Scheiß, forgive me. Er hat's verdient. Zack. Zack. Dich nehme ich noch mit, Junge. Zack. Munition. Geil, und wir haben wieder $200. Sieht schon fett aus hier.
Hier haben wir das Gefängnis. Alles im Arsch. Was ist das für eine Villa da oben? Das sieht geil aus. Hier gibt es noch eine Leiche. Zack, nehmen wir mit. Oh, mach jetzt hier nicht den Vorboss. Na, komm. Alles klar. Hier schaue ich doch mal rein, Freunde. Also, wenn das geht. Das hat eine Immobilie oder was? Sieht aus wie die Villa Kunterbunt hier. Was ist denn das? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Hier muss ich bestimmt irgendwann nochmal her, oder? Das ist doch bestimmt nochmal für irgendeine Mission oder so. Aber wie cool einfach. Und sonst gibt's hier nichts? Wir gehen auf jeden Fall die Treppe hoch, Freunde. Krass, ey, wie cool einfach. Aber hier gibt's wirklich überhaupt nichts. Also. Aber ich muss hier bestimmt später nochmal hin. Hallo? Und hier geht's wieder runter. Okay. Haben wir uns das auch mal angeguckt. Nice. Zack. Und es ist Nacht geworden, liebe Freunde. So, ich kann jetzt nochmal versuchen, ob ich die Mission hier nochmal starten kann. Beziehungsweise vielleicht mache ich das beim Start der nächsten Folge. Das ist vielleicht cleverer. Oh, hier haben wir einen kleinen Friedhof. Irgendwas drin, eine kleine Kapelle. Brennt ja aber überall noch Licht. The devil has got into that beast. Ich will nicht wissen, was hier passiert ist, aber vielleicht finden wir das noch raus, Freunde. Klingt fast so, als wäre hier wirklich irgendwie keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas. Das kann ja nicht der Pfarrer da reingeritzt haben. Aber wir finden es vielleicht noch raus, Freunde. So. Jetzt machen wir aber wider. Liebe Freunde. Na komm. Hallo. Boah, Alter, voll am Glühen hier. Dieser Ort ist verflucht, Mann. Wir müssen hier weg. Ich kann mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwo noch ein bisschen Kraut finde. Die Herausforderung haben wir ja auch noch. Salbei war es, ne? So, und ich kann endlich mal die Besitzurkunde abgeben. Das kann ich machen. Nur, wo finde ich den? Journal? Fremde Person. Du hast Clyde Pleasants Haus abgekauft. Kehre zu McAllister zurück und gib ihm die Besitzurkunde. Komm ich nochmal schon auf der Karte. Hier ist das. Ach du Scheiße.
Und hier haben wir noch eine fremde Person. Ach, weißt du was, da mache ich eine Schnellreise einfach nach Armadillo. Ja. Das sparen wir uns jetzt. Kuh? Warum kann ich... Hallo? Kuh? Oh, hat sich jetzt schon wieder die Steuerung verabschiedet, oder was? Hallo? Nee. Oder? Ah, jetzt geht's. Okay. So, einfaches Camp. Das benutzen wir. Und wir reisen zurück nach Armadillo. Zum Zielort reisen. Scheiße, habe ich jetzt nach Armadillo. Alter, sind das blaue und rote Sterne da oben? Und da sind wir auch schon. Es wird einige Zeit dauern, bis Nigels Wunden verheilt sind. Wieso? Also ich glaube, das ist auch ein bisschen verbuggt, oder? Dass das hier ständig angezeigt wird. Ich meine, die Mission steht ja schon da. So, Karte. Dann reiten wir erst zu dem Kollegen hier. Kann ich doch hier abkürzen. Let's go. So, was sagt die Zeit? Wir haben noch Freunde, wir haben noch. Always late, that man. What? Always late, was? Gentleman caller, you remind me of my Peter. Have you seen him? I don't think so. Where is that man? We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo, talking to the musicians. He's such a fine man. Must be making things right for me, as usual. Well, I gotta get going, ma'am. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? This was meant to be my perfect day. Please, sir. Something must have happened. I can't bear it. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, please, sir. I'll see what I can do. Oh. Na dann, frag den Musiker im Saloon von Armadillo, wo sich Peter aufhält. Mach ich gleich. Ich werde aber erstmal zu McAllister weitermachen. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Let's go. Dann können wir nämlich das auch noch abschließen. Kraut, 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 Kraut. Ist das wieder ein... Nee, das ist kein Mutterkraut, oder? 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 Doch, ist Mutterkraut. Warum kriege ich das jetzt so viel? Ich will das nicht. Ich will kein Mutterkraut mehr. Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch, wa? Ach, wäre ich mal der Straße gefolgt. Aber unbedingt, ich muss echt unbedingt Deadeye mal auschecken. Es kann halt wirklich sein, dass diese rote Anzeige Deadeye ist, aber es ist doch schon eher Leben, oder? Hennigan Steed, ja.
Junge. Noch ein Stück, jawohl. Zack, runter. Wir haben Good News, mein Freund. Komm mal her. Howdy. Howdy. You got the deed? Yep. Indeed. Here it is. Mach $200. All right. Good of you to put your own money up for the deed. There you go. There's a little something extra in there for you. Always best when these transactions go smoothly. Particularly when you can make more money out of it. Hmm. Good luck with the property, McAllister. Oh yeah. Wie viel bitte? 220. Geil, wir haben die Kohle wieder rein und noch $20 drauf. Yippie! Ja, wenn wir den abgeknallt hätten, dann... Ruhig. Dann hätten wir die Kohle wahrscheinlich nicht gekriegt, wa? Gut, vielleicht hätten wir die $200 wieder bekommen, aber die $20 hätten wir nicht gekriegt. Übrigens, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, beim Reiten gibt es immer so kleine, ja, so kleine Soundbugs. Das fiept dann immer so ganz kurz. Tut mir sehr leid, das kriege ich leider nicht gefixt. Hab schon geguckt. Geht leider nicht. So, ich reite hier mal ein bisschen durch die Lande auf der Suche nach Kraut, nach Salbei. Aber es sieht schlecht aus, Freunde. Kann natürlich sein, dass der nur in einer bestimmten Gegend wächst. Da ist ein Kraut, aber das war doch wieder Mutterkraut, oder? Ja. So, dann schauen wir mal im Saloon, ob wir den guten Peter finden. Beziehungsweise fragen wir erstmal. Yep. So, ja, lange nicht hier gewesen. Kann ich eigentlich einen Drink bestellen? Das wäre schon cool. Etwas trinken. Na klar, machen wir da. So. Howdy. Nice, jetzt quatschen die, oder was? Geil. Cool. Aber selber trinken ist nicht, ne? Ich kann jetzt hier nur einen nach dem anderen mir reingießen, wa? Komm, einer geht noch. Noch einen Drink holen. Ich hoffe, ich bin da nicht zu hacke, aber komm, einer geht noch. Einer geht noch. Mach mir doch gleich einen doppelten, aber... So, eine Folge müssen wir uns mal richtig abschießen, Freunde. Das kann ich euch aber sagen. So. Ich danke... Oh Gott, ist der schon hacke oder was? Taumelt er schon? Nee. Jo, dann fragen wir mal den Klimpermann hier. Ach nee. I'm looking for a man. Name's Peter. Fellow's meant to get married today. Seen him around? Who? Ich glaube, Peter sollte schon vor ein paar Jahren heiraten. Ich glaube nur, die Frau ist ein bisschen. Exakt. Where can I find him? Well. My memory escapes me when not properly stimulated. Let's see if we can refresh it. $5 will do. Ja, knüpfe ich dem nächsten Bandit wieder ab. What do you need done? It's my wife. Nein, ich will dir $5 geben, Mann. She packed her things this morning and left me. The dumb wench is still at the freight station waiting for the stagecoach. If you could convince her to take me back. Her name's Rose. I guess I'll go have a talk with her. You'll need more than talk with that bitch. Ja, vielleicht sollte ich sie nicht davon überzeugen, zurückzukommen. Gib dem Musiker $5 oder überrede seine Frau, zu ihm zurückzukehren. Kann ich vielleicht erstmal mit der Frau reden? Und vielleicht gibt es ja einen Grund, warum sie abgehauen ist, weil dann...
Oder ist das dann wieder endgültig? Excuse me, miss. Rose? If that useless, whoremongering bastard sent you, get lost! Miss, please. If only... You know what? Tell that bastard I ain't going back. Not this time. Not even at gunpoint. Sign an oath, miss. For better or worse. Way I see it... So ein Schwachsinn. One last chance. Stop bothering me, you dumb cowpoke, or I'll call the marshal. Fessle oder bedrohe Rose. Oh Gott. Kann ich wieder jemanden... Oh Gott. Was denn? Was? Ich will helfen. Ich hätte doch jetzt wieder irgendwen vom Galgen retten können, oder? Ich werde die Frau auf jeden Fall nicht davon überzeugen. Keine Ahnung. Jeder hat das Recht, eine Ehe zu verlassen. Und keine Ahnung, wenn da irgendwie Gewalt im Spiel ist oder so, ist dieser Satz in guten wie in schlechten Zeiten aber sowas von hinfällig. Und ich würde dem irgendwie überhaupt nicht gerne $5 geben, aber ich lasse die gute Frau ziehen. So, Musiker $5 geben. Machen wir das? Ja. Wie bitte? Truth is, Pete Turner ain't been an armadillo for near on 20 years now. Kind of a queer fella and all. Wasn't here every night. Sure as the moon in the sky. Is the moon in the sky. Well, what happens to all of us? I reckon you'll find him at Odd Fellow's Rest. Yeah. That's where he'd be, I guess. Aber ich schlepp doch jetzt nicht seine Gebeine zu der Frau, oder? Ist auch die Zeit. Wir haben noch Zeit. Ist auch interessant, dass wir in dieser Mission einmal eine Ehe retten müssen und einmal eine Ehe beenden. Wie ironisch. So. Dann schauen wir mal, ob wir den guten Peter bzw. seine Überreste finden. Oh, Junge. Guck mal, du brauchst nicht mal Mucke. Du brauchst nicht mal Mucke. Du brauchst nur jemanden, der pfeift und ein bisschen Hall drauf, Freunde. Das ist... Wie cool ist das denn bitte? Ist aber schon echt entspannt, so durch die Nacht zu reiten. Was geht denn hier schon wieder ab? Ist das richtig, was ich hier tue? Ich weiß es nicht. Ich knall die einfach mal ab. Hey, komm her. Oh oh. Er lädt gerade nach. Kriege ich hier irgendwas? War das jetzt umsonst oder was? Gab es hier nicht irgendwie eine Schatzkarte? Guck mal, was ist das hier? Beim letzten Mal, bei so einem Wagen, hatte doch jemand eine Schatzkarte mit. Und das war's? Noch Schatzgräber hier. Na gut. Komm mal her, Junge. Da geht's. Odd Fellows Rest. Pete
Turner, Verlobter von Miss Alma Horlick, getötet durch einen Schlag auf den Kopf, 15. Januar 1894. Und wir haben es abgeschlossen. Scheiße, ich wollte den Rest noch lesen. Was steht unten? Er wird nie wieder mit einer anderen tanzen. Hat die Frau den Grabstein graviert, oder was? Tja, da hat die wahrscheinlich aus Wut den guten Pete erschlagen, ist aber nicht drüber hinweggekommen und wartet seitdem darauf, dass sie sich verheiraten. Ist das richtig, verheiraten? Ja. Okay, Freunde, die Zeit ist rum. Ich würde sagen, wir reiten schnell zurück, beziehungsweise kann ich mal gucken, ob ich unter den Herausforderungen... Sammle 6 Büschel Wüstensalbei, nee, das nicht. Schatzsucher, sieh dir die Karte an, versuche herauszufinden, wo in New Austin der Schatz sein könnte. Öffne deine Tasche und wähle aus dem Set-Menü den Eintrag Schatzkarte. Ja, okay, das heißt, nächstes Mal können wir auch mal machen, ob wir das Schätzchen finden. Howdy. Ach du Scheiße, da mische ich mich jetzt erstmal nicht ein. So, ich könnte gucken, ob ich mir ein Armadillo eine Immobilie leisten kann. Das wäre ja ganz cool, weil... Dann... Wenn ich sterbe in der Nähe, dann... Wache ich nicht immer auf der McFarlane Ranch auf. So, was ist denn hier? Kann sie nicht rüberspringen, Junge? Ja, genau. Und hier auch nochmal, zack. Guck mal, kann ich mir das oder kann ich das wieder nur mieten? Hat sich gerade die Wäsche? Kann ich? Warte mal. Nice, Alter. Ich reite hier einfach alles kaputt. Darf ich nochmal kurz sehen? Ach, cool. Das ist ja auch sick. Wie nice einfach. Wie gesagt, Freunde, ich bin das gewohnt, dass eigentlich das nur so eine runterhängende Textur ist. Das ist voll geil, dass das sich bewegt, geschweige denn, dass man das auch noch selber anstupsen kann. So, wir müssen da hoch oder was? Und dann kann ich das kaufen? Komm, das machen wir jetzt mal. Gucken, was die Bude kostet. Howdy. Was hat sie gesagt? Was? Ich glaube, sie hat... Was? Ich glaube, sie sagte, wenn ich es richtig verstanden habe, ich muss auf die Knie, denn meine Beine werden sehr müde. Achso, nee, das ist ja keine Immobilie hier. Wo? Wie komme ich an diese Immobilie ran? Hier lang vielleicht? Ist das das? Audi. Jawohl. Das ist doch eine Immobilie. Oder? So ein blaues Haus ist doch eine Immobilie. Also, ich dachte, das ist ein kleines Schläferchen. Nice, jetzt haben wir uns hier ein Zimmer gekauft. Cool. Da würde ich sagen, wir gehen mal rein. Schauen uns das Ganze mal an. Ja, hübsch. 2 Betten. Warum 2? Können wir die nicht zusammenschieben? Dann würde ich sagen, speichere ich hier das Spiel. Zack. Und dann geht das in der nächsten Folge weiter, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Ich lasse die Kamera noch ein bisschen kreisen und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Selbe Stelle, selbe Welle, gleiche Uhrzeit. Bis morgen. Ciao.